Spätestens jetzt ist auch klar, wieso wir hier von der grünen Hölle sprechen. Start noch alles ganz normal, trockene Strecke von A bis Z und plötzlich fängt es von Norden an immer mehr zu regnen. Und alle haben gemeint, ja, es bleibt wahrscheinlich bei diesen zwei, drei Sektoren, die nass sind, und plötzlich regnet es richtig. Und ja, dementsprechend viel Hektik, viele Autos von der Strecke geflogen. Ich glaube, unser Auto ist noch heil, von dem her ja, können wir noch grinsen bis jetzt, aber ja, ein sehr, sehr unruhiger Start in 24 Stunden. Unruhiger Start, das ist sehr schön formuliert. Ich habe dich gerade gefragt, wie es dir geht, und du hast gesagt, du bist der Zweite, der jetzt gleich rausgeht. Wann werde ich gewechselt? Das wissen wir jetzt auch nicht, je nachdem, was da mit der roten Flagge jetzt passiert, ob der Unterbruch länger dauern wird oder nicht, bis sich der Chris fühlt. Ich meine, der hat jetzt auch wahrscheinlich die Pumpe, die geht.